So, erstmal breit machen. Habe ich alles? Wie schaue ich aus? Scheiße, ja, dann ist alles gut. Ich bin der Held. Jawohl, Gosse 2 und los. Und wir sind hier in der Ausgrabungsstelle. Der Held der Ausgrabungen. Gott, er hat so viele Rätsel gelöst. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ach ja, er hat so viele Rätsel gelöst, dass er jetzt mal eine kleine Auszeit braucht. In der Taverne. Er muss sich einen hinter die Lampe kippen. Aber dafür müssen wir an einem Ork vorbei. Oder wir laufen raus. Nein, laufen ist scheiße. Wir teleportieren uns. Oh, sehr gut. Das war's, wir haben uns teleportiert. In den Wald des Schreckens. Mit einem Friedhof. Aha, Sepp. Und ein Herr von und zu unbekannt. Und noch ein unbekannt. Ah, ist das ein Familiengrab? Die Familie unbekannt? Egal, wir haben Aufgaben. Ab zur Taverne. Wir wollen Heldentaten vollbringen. Aber es ist der Tag. Keinen Alkohol, bevor die Nacht beginnt. Also, für den Held. Denn unser Held, er muss sich an gepflegte Gesittlichkeiten halten. Jawohl. Hallo, Ruka. Ach ja, Ruka. Für ihn müssen wir noch einen Saufkumpanen besorgen. Der Rest sind Bauern. Mit Ornan haben wir auch schon gequatscht. Sieh mal an, wer da reingeschneit kommt. Der Bauernjunge. Du kommst mir gerade recht. Aber Greg, du bist doch der Bauer. Nein, an Greg gehen wir mal kurz vorbei. Irgendwann muss das hier Denn so wir wollen sein. mal einen Saufkumpanen für unseren Wenn Freund er das Ruka nicht sieht, kann finden. ich ihm auch nicht mehr helfen. Greg reden wir später, versprochen. Oder vielleicht in der nächsten Folge. Jetzt erstmal zu dem Typen hier. Denn den haben wir auch ausgelassen. Hallo Erol. Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Oh ja, dies sollte man auf jeden Fall ausräuchern. Denn dort oben befinden sich Banditen. Egal, Erol. Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Okay. Erol, bist du etwa ein Schläger? Was waren das für Kerle? Die Banditen. Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Krasser Scheiß. Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Aber nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine drei Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Was? Sie haben dir Steintafeln geklaut? Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben, sonst schadet das meinem guten Ruf. Oh, Erol, ich hab da was für dich. Und zwar. Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Das sind genug. Damit werde ich mein Versprechen bei dem Wassermagier der Stadt einlösen können und kann endlich wieder nach Hause. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich gehe jetzt heim. Komm mit, wenn du willst. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die dich interessieren könnten, wenn wir da sind.
Jo, und er marschiert los. Schaut ihn euch an. Hey, Erol, wart mal kurz. Warte mal. Wir haben noch ein bisschen was zu klären. Du hast den Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Na sicher kann ich das. Hey, cool. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Gut, pass auf, es gibt einen einfachen Trick. Wenn du zuschlägst, holst du nicht die Kraft aus dem Arm, sondern aus deinem ganzen Körper. Dreh die Hüfte, zieh die Schulter nach vorne und gleichzeitig streckst du den Arm aus. Wenn du richtig triffst, wirst du den Unterschied merken. Jawohl. Leute, wir können unsere Hüfte drehen. In Schlagrichtung. Aber Moment, wir haben ja ein Schwert. Und da steckt noch eins. Wolfszahn. Ich will die Pfanne haben. Pfanne, Pfanne, Pfanne. Sehr gut, sehr gut. So, perfekt. Jetzt können wir auch Banditen in die Flucht schlagen. Dieser Stärkebonus von 1. Oh mein Gott, er wird uns noch so hilfreich sein. Aber wir sind ja jetzt auf dem Weg zu den Bauern. Zu Akils Hof. Da waren wir zwar schon mal, unschwerst. Aber da gibt's noch ein paar Banditen oder andere Leute, mit denen wir quatschen könnten. Vielleicht die hier. Hey. Egel. Hallihallo. Na, wie geht's dir, mein Freund? Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Okay. Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Feldräuber? Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Okay, der hat uns ja jetzt sehr geholfen. Mal gucken, was sein Bruder dazu sagt. Ihnen. Hey, du. Na, und wie geht's dir so? Wer bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Akil hier auf dem Hof. Okay. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Soll ich hier jetzt umgraben oder was? Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Ja, dann würde ich sie mal richtig erschlagen. Dein Bruder hat das Gleiche erzählt. Was denn? Der Drückeberger? Der ist doch immer gleich verschwunden, wenn die Biester auf unser Land kommen. Er sollte besser nicht so einen Unsinn erzählen. Okay, Leute. Anscheinend hat uns dieser Bauer hier Unsinn erzählt. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Bauer, du hast uns Unsinn erzählt. Dein Bruder erzählt etwas Ähnliches. Aha, was denn genau? Dass er auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause. Sag ihm, er soll man nicht so aufschneiden. Ach so, wir haben hier Egil den Drückeberger und Enim. Das war doch sein Name, oder? Enim. Du, keine Ahnung, was hat er gesagt? Platzgummi? Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Aufschneider? Was? Er wagt es tatsächlich, sowas zu sagen? Er soll bloß aufpassen, dass ich ihm nicht das Fell über die Ohren ziehe. Geh hin und sag ihm das. Sind wir jetzt hier der Vermittler, oder was? Okay, Junge. Ich habe eine Nachricht für dich. Enim ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Okay. Hey Enim, du Aufbläse. Ich sag dir was. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Dreckskerl gibt nicht nach. Hab ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Was? Sag's ihm doch selbst oder mach doch. Sag es ihm doch selbst. Das werde ich auch. Oh Gott, er steht auf und zieht seine Waffe. Oh nein.
Enem, er ist wütend. Er greift seinen Bruder an. Daneben. Jetzt, los, komm, Brüder. Zeigt mal einen guten Kampf. Jawohl, wie der eine den anderen fotzt. Sie sich gegenseitig fotzen. So, Leute. Was passiert, wenn man dazwischen geht? Nix. Ja, los, komm, ich will einen anständigen Fight sehen. Leute, noch könnt ihr Wetten abschließen, wer gewinnt. Es wird knapp, es wird sehr knapp. Enem, der große Bruder, hat gewonnen. Na, immerhin hast du wenigstens ge... So, danke, dass du den umkaut hast. Jetzt haben wir seine schönen Sachen einkassiert. Willst du noch mehr Ärger anzetteln? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Was? Der Held? Er zettelt doch keinen Ärger an. Das wart ihr beide. Ihr seid so verkracht, Leute. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Natürlich, natürlich. Ja, also Akil hat noch nichts zu sagen. Da chillt einer am Heu. Und der hier, Randolph. Und du bist? Bauer. Ja. Warte mal. Na, wie geht's? Alles in Ordnung. Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Oh, Alvarez war einer von diesen Söldnerschweinen, die wir vor ein paar Folgen hier verjagt haben. Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Wieso? Brauchst du Gold? Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Okay, ja, ich kann dir Geld leihen. Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. Leute, das war ein guter Hinweis. Du kommst nicht aus der Gegend, richtig? Ich komme von den südlichen Inseln. Irgendwann hieß es, sie bräuchten Leute in Korinis, wegen dem magischen Erz. Aber als ich ankam, war da diese riesige Barriere. Und da wollte ich nicht rein. Ich habe dann angefangen, im Hafen zu arbeiten. Nun, seitdem keine Schiffe mehr kommen, bin ich halt zu Akir gegangen. Naja, ich habe schon schlechtere Jobs gemacht. Ah, interessant. Randolph. In der Barriere, das war die beste Zeit unseres Lebens. Da haben wir so viele Abenteuer erlebt. Es war wunderschön. Aber jetzt erleben wir hier Abenteuer. Ich kann es schon irgendwie verstehen. Da drüben sind übrigens die Banditen. Mal gucken. Da schaut sie euch an, wie sie lauern. Aber wir gehen da nicht vorbei. Es sind ein bisschen viele. Es dauert noch. Wir müssen erst noch Energie und andere Ressourcen sammeln. Aber das sieht doch nach einer guten Abkürzung aus. Ja, fast kein Fallschaden kassiert. Und jetzt müssen wir Ruka ausrichten. Ja, das ist ein Scavenger. Dass wir einen Trinkkumpanen gefunden haben. Auf zu Ruka. Da steht er ja. Sonst irgendwas Interessantes? Nicht. Blablabla, ist jetzt egal. Luca, er schaut so aufpassend auf seine Truhe. Hey! Ich wundere mich. Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Wer soll es sein? Randolph. Randolph der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knilch zu mir und der Deal steht. Spätestens 2 Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und er steht dann wieder. Wie hoch ist dein Einsatz? Hoch? Alles. 100. Das höre ich gerne.
Da kannst du eh nichts dran ändern. Einsatz annehmen. Ich nehme deinen Einsatz an mich. Und verwahre ihn so lange, bis der Wettkampf vorbei ist. Klar? Von mir erfährt alles klar. Hier hast du meinen Einsatz. Alles klar. Lass dir nicht zu viel Zeit, Randolph hierher zu bringen, hörst du? Ja, ich bring den gleich. Das ist die Frage. Wird der Junge böse, wenn ich seine Truhe anfasse? Wir machen mal einen Quicksave. Von mir erfährt keiner. Wird er böse? Er ist am Essen, er ist abgelenkt. Okay, er wird böse. Das war eine schlechte Idee. Also der Junge wurde böse, jetzt müssen wir uns was überlegen. Keine Ahnung, haben wir noch einen Schlafzauber? Das wäre jetzt interessant. Sachen testen. Schlaf. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Wenn ich den jetzt einschläfe, werden die böse. Hey, sehr gut. Ist das wirklich wahr? Nehmen wir mal das Gedöns an uns. Ladida, wo ist denn das Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Und glaub ja nicht, dass eine Flasche Wasser. Ja gut, er pennt jetzt da. Und dann gehen wir zurück. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Zu unserem Freund auf dem Feld. Er wird sich bestimmt freuen. Endlich kann er wieder trinken. Und er wird die Wette vielleicht gewinnen, weil wir haben jetzt dem Aufschneider bisschen seinen Ding, sein Gedöns ausgetauscht, seinen Wacholder gegen eine Flasche Wasser. Diesen Puncher. Man kann Bier nur mit einer Sache mixen. Und zwar mit Met. Ja? Nicht mit Wacholder. Wobei mich das jetzt auch interessiert, wie das schmecken würde. Interessant. Aber jetzt erstmal zu Ruka. Nein, nicht zu Ruka, zu Randolph. Ruka ist ja der andere. Schon ein bisschen gemein, dass wir den Ruka jetzt dann so abziehen werden. Egal, Randolph, wir haben Dinge manipuliert. Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? 10 Goldmünzen. Alles klar. Ich gebe dir das Geld für den Wettkampf gegen Ruka. Wirklich? Besten Dank. Ich werde es dir bald zurückzahlen. Wenn ich gewinne, lege ich sogar noch was drauf. Wir sehen uns. Wunderbar, sehr gut. Leute, es ist zwar ein bisschen gemein, dass wir so viel Gold damit machen, aber ja. Die Halbpflanzen erstmal alle mitnehmen hier. So. Und ein Blauflieder. Hopp, komm, Blauflieder. So, wunderschön. Schöner Blauflieder. Und zwar wird sich Randolph auf jeden Fall freuen, wenn der endlich mal diesen Ruka, diesen Bescheißer, mal ein bisschen beim Wettsaufen ein bisschen kaputt macht, ja. Ein bisschen unter den Tisch säuft. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So, saufen die jetzt schon? Anscheinend. Orlan steht vor der Taverne. Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt. Jetzt kann ich wieder den Aufpasser für Ruka spielen. Warum? Solange er da drin seine Wetten abhält, sollte besser kein Außenstehender davon erfahren. Ist nicht gut fürs Geschäft, verstehst du? Ach so. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Es ist jetzt quasi so eine Art geschlossene Gesellschaft in der Taverne zur toten Harpie. Ist doch wahr. Ach so, die Harpie ist übrigens hier oben. Und er trinkt schon. Aber wo ist Randolph? Randolph ist wahrscheinlich noch auf dem Weg. Merkwürdig. Man weiß gar nicht mehr, wie man. Läuft er da hinten? Keine Ahnung. Das ist uns jetzt aber egal, denn anscheinend läuft die Wette schon. Er trinkt halt allein. Greg, Greggy Boy. Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Mit einem D? Ich wundere mich über gar nicht. Heißt der Dexter oder meinst du Diego? Heißt er vielleicht Dexter? Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ist wirklich nicht ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe.
Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Junge, jetzt red halt nicht so mit dem Helden. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir alleine ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Alles klar. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Ja, freilich. Hey, Greg führt uns zu seiner Schatzhöhle. Dieser Bauer hat eine eigene Schatzhöhle. Also, Greg, führe uns. Führe den Held. Oh Gott, das sind ja Wölfe. Die müssen wir töten. Greg, du nimmst einen, ich nehme einen. Nein, Greg, du sollst nur einen nehmen. Ich will nicht Greg anvisieren, ich will den Wolf anvisieren. Ein Mistvieh weniger. Sehr gut. Sehr gut. Und der rennt jetzt dahinter, was macht der? Ich dachte jetzt, der greift die Blutfliegen an. Hey, Greg! Und Anne. So, mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon meine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. So. Zuerst mal die Goblinbeere. So, Greg, du wartest jetzt hier schön. Und Leute, ihr wartet jetzt auch hier schön auf die nächste Folge. Haut rein.